Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Arbeitnehmerinnen, die, die jetzt total gestresst sind jeden Tag, die, die vielleicht auch alleine zu Hause rumhocken. Wir grüßen euch ganz herzlich aus der Fachstelle für Suchtprävention. Mein Name ist Katrin Petermann. Mein Name ist Marc Bestotnik. Wir arbeiten für Berlin unter dem Motto unabhängig bleiben und in der aktuellen Zeit mit mehr Stress, ob zu Hause oder auf Arbeit, und weniger Möglichkeiten, den Stress abzubauen, bemühen wir jetzt für euch das gute alte Klaviermodell. Ich möchte mich gerne veranschaulichen anhand dieses Modells, welche Möglichkeiten man hat, mit Stress umzugehen. Denn da hat jeder Mensch unterschiedliche Tasten auf seiner Klaviatur, die funktionieren. Ja, und die können total unterschiedlich sein. Ja. Die können vielleicht auch jetzt noch umsetzbar sein in den Zeiten, die wir jetzt gerade vorfinden, lesen, Fernsehen, das geht noch zu Hause, aber feiern zum Beispiel würde jetzt wegfallen. Oder auch Freunde zu treffen. Oder auch der Stadionbesuch. Kino, eher schwierig gerade. Schwimmbad, wollen wir gerade nicht hin. Geschlossen. Kegeln, auch nicht. Geht auch nicht. Konzert, allenfalls im Internet. Alkohol? Geht noch. Aber vielleicht auch zu Hause, können wir jederzeit, die Supermärkte haben noch geöffnet, trinken. Dann, was steht hier? Fitnesscenter. Das Fitnesscenter können wir gerade auch nicht besuchen. Also es sieht ja ziemlich traurig aus, so viele Tasten sind weg und die Alkoholtaste steht hier ziemlich allein neben Lesen, Kochen, Musik hören. Alkohol ist in vielen Haushalten vorhanden, es ist legal, es ist billig, es verfehlt seine entspannende Wirkung nicht. Damit diese Taste jetzt aber nicht übermäßig oft benutzt wird, ist es wichtig, hier viele Tasten wieder zu belegen, neu zu belegen mit neuen Ideen, und darum kümmern wir uns jetzt. Marc, was machst du denn jetzt eigentlich in der neuen Zeit zu Hause? Ja, ich verlagere meinen Sport was nach innen, Indoor. Mhm. Und dafür nutze ich so eine App, die gibt mir einen Rahmen vor. Intervalltraining, das kann man ganz gut zu Hause machen und hält auch gut fit. Mhm. Also wenn das Fahrradfahren Sport oder ähnliches auch wegfällt vielleicht. Mit App? Mhm. Ansonsten höre ich halt Musik, koche auch, telefoniere auch gerne mit Freunden, Verwandten gerade. Mhm. Und du so? Tja, ich habe ja den Ehrgeiz entwickelt, meinen Kindern Jonglieren beizubringen. Deswegen jonglieren wir gerade mit vielen kleinen Bällen, werfen uns sie zu und wir fahren mit dem Fahrrad durch die Stadt, spielen Karten, Wizard spielen wir gerade sehr gerne. Okay. Also die Bandbreite ist schon wieder ein bisschen vielfältiger und bunter geworden. Unsere Botschaft an Sie ist, halten Sie Ihre Bandbreite möglichst vielfältig, breit, bunt. Geben Sie potenziellen Suchtmitteln nicht zu viel Raum, nicht zu viel Gelegenheit, wirksam zu werden. Und wir sind gespannt, was Sie zu Hause machen in Ihrer Freizeit, was Sie wiederentdecken, was Sie vielleicht auch teilen wollen mit anderen. Welche Tipps Sie haben, nutzen Sie die Kommentarfunktion. Wir veröffentlichen Ihre Ideen sehr gerne auf unserer Internetseite. Genau, und sollten Sie Schwierigkeiten zu Hause erfahren im Zusammenhang mit Substanzkonsum, mit dem Stress, der sich gerade vielleicht aufstaut, Sie können uns gerne kontaktieren. Wir haben zusätzlich zu unserer telefonischen Erreichbarkeit und der Erreichbarkeit per E-Mail noch eine Chatfunktion eingerichtet, unter der Sie uns erreichen können. Und ja, wir sind für Sie da und informieren Sie gerne. Alles Gute und bleiben Sie gesund.